So, jetzt sind wir hier am Stand von Morello. Ja. Wir haben ja gesagt, Hümer liegt in der Mittelklasse von dem, was wir zeigen wollen. Und dann gibt es welche, die liegen etwas drunter preislich und es gibt welche, die liegen drüber. Und das ist zum Beispiel Morello. Aber auch bei Morello finden wir ein Fahrzeug, was um die 8 Meter oder unterhalb 8 Meter, in dem Fall etwas über 8 Meter ist. Und das wollen wir euch natürlich auch zeigen, denn da ist ja preislich schon ein gewaltiger Unterschied. Und wie wir gerade soeben erfahren haben, ist das der kleinste von Morello. Richtig. Aber nicht weniger hoch, denn die Morellos sind alle etwas höher. Und da haben wir schon das Fahrzeug. Dann schauen wir uns jetzt mal die Daten an. Ja. Also man sieht schon den ersten Unterschied. Er ist auf Iveco gebaut. Und das treibt schon mal den Preis in die Höhe. Also das Fahrzeug hat eine Länge von 7,85 Meter, 2,35 Meter breit und ist 3,32 Meter hoch. Die Morello sind generell etwas höher. 157.000 Euro Grundpreis mit Sonderausstattung, wie er hier steht, 231.840 Euro. Und ich würde sagen, Ossi, da gehen wir jetzt rein. Ja. Und bevor jetzt jemand schimpft, ich darf das Schild wegmachen. Ja. Das ist natürlich schon eine Ansage. Das ist ganz klar. Auf den ersten Blick geht man rein. Ja, sieht sehr, und dann sagt man, aus. Ja. Ich habe zwar 230.000 Euro investiert. Was man für diese Größenordnung auch für knapp unter 100.000 haben kann. Aber man sieht sofort den Unterschied. Man kommt hier in einen richtigen Wohnraum, in ein richtiges Wohnraumambiente. Ja, es sieht hier alles sehr elegant aus. Ja. Schauen wir es uns mal peu à peu an. Jawohl. Fahrerhaus, das ist natürlich schon mal Iveco. Sieht ganz anders aus und ist natürlich auch mit einem ganz anderen Platz versehen. Also, mit Leder ausgekleidet, ist es einfach nur edel und da kann natürlich kein Wohnmobil, so auch wie wir das fahren, mithalten. Den Anspruch darf man auch nicht stellen, denn wie gesagt, hier 230.000 Euro, so wie das Fahrzeug hier mit Extras steht, fahrbereit, da muss irgendwo der Unterschied sichtbar sein. Also das sieht schon mal hier ganz edel aus. Dann haben wir hier die Sitzgruppe in Leder. Gibt es natürlich sicherlich auch anders. Und man sieht schon den Tisch, der lässt sich absenken und lässt sich vergrößern. Hier in der Mitte kann man den breiter machen. Das machen wir jetzt nicht. Man kann sich das vorstellen, dass das alles gut funktioniert. Und an Kästen hier ist genügend vorhanden, also Platz ohne Ende. Es ist kein Hubbett vorhanden, was natürlich den Raum auch etwas großzügiger macht. Und auch hier sieht man wieder, der Radio ist an einer Stelle untergebracht, die auch wir präferieren. Du meinst den Fernseher. Ah, entschuldige, den Fernseher, ja. Nämlich am Eingang gleich links. Die Technik ist auch verborgen über den Eingang. Und da sieht man alles übersichtlich platziert und versteckt hinter einer Blende, was ja nicht unbedingt erforderlich ist. Und die Ursi, die manchmal Hausfrau im Wohnmobil, sagt jetzt was zur Küche. Jawohl, was ich gerade festgestellt habe, die Platte hier fühlt sich ganz toll an, wenn man da so mit der Hand drüber fährt. Super. Es sind hier zwei Waschbecken, Spülbecken, hier ein großes und hier noch ein kleineres. Also, ob man das jetzt unbedingt braucht, ist dahingestellt. Aber es schadet ja nicht, weil es ist ja abgedeckt. Man kann das ja auch als Arbeitsfläche nutzen. Ja, genau. Drei Flammeherd. Ziemlich große. Aha. Wie das hier ausschaut. Und hier natürlich die üblichen Schränke. Ist ja ganz klar, die sind sehr tief. Und für mich als kleiner Zwerg etwas schwierig, aber ist halt so.
Und, aber was ich jetzt gesehen habe, hier unterm Herd, hier ist ein Fach. Ohne Auszüge. Ohne Auszug. Also da bin ich jetzt etwas überrascht. Oh. Da muss man sich ja dann doch ganz schön bücken. Das hätte ich von einem Morello nicht erwartet. Ja, aber hier natürlich hat es das schon. Magst du mal ganz unten noch auf? Da sieht man wieder so eine ganz große Schublade. Ja, ja, aber das ist schon mit Müll. Und hier ist wieder eine, ja, für kleinere Töpfe. Also dieses eine Fach. Ja, und dann hier natürlich das Übliche, die Kombination, Backofen, Gefriere und Kühlschrank. Und ja, das ist der, der sich von beiden Seiten offen lässt. Ja, kann man alles. Das ist das die neueste Variation, ja. Von beiden Seiten, okay. Ob man das braucht, ist dahingestellt. Aha. Ja, ein großer Schrank. So wie ihn wir eben auch kennen von unserem Modell. Und Schöpfung. Ja. Kleiderstange und Regalbretter. Variabel, verstellbar. Sehr schön. Wunderbar. Ja, sehe ich die kleinen Gimmicks natürlich. Ja, und hier eine Kaffeemaschine. Schon fest eingeplant. Sehr schön. So, dann schauen wir mal in den Badezimmerbereich. Ja, hier scheint es eine Tür zu geben, die aber jetzt ich würde mal die, nicht unbedingt gerade gleich finde. Aber die Tür von der rechten Seite nehmen. Ist noch früher Morgen, sorry. Natürlich, das geht ja ins Raumbad. Und die geht zu beide Seiten öffnen, ja? Jawohl. Ja, ja, genau, sowas finden wir ganz geschickt. Da sparen ja jetzt viele Hersteller, unter anderem Hümer, auch daran, dass die Tür sich nur noch nach innen öffnen lässt, und hier bei Morello, da gibt man das Geld nach aus und macht die Tür beidseitig öffnbar, was sehr praktisch ist im Alltag, denn wir haben ein Wohnmobil, an dem sich das an beiden Seiten öffnen lässt. Okay, dann komm mal hier rein, das sieht natürlich alles schön großzügig aus und edel. Ja, wunderbar. Ja. Toll. Also Morello hat schon was. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch eine Toilette, die kann man hier geschlossen nutzen. Bei uns kann man die Toilette im Prinzip ja nur als Raumbad nutzen, ansonsten wird es sehr, sehr eng. Und hier ist wirklich ein, ja, ein Dachfenster ist auch vorhanden. Jawohl, das ist jetzt hier nur abgedeckt durch die Messeleuchte. Mhm. Und haben wir hier in dem, im Mittelgang auch nochmal ein Dachfenster. Und hier das und ist sogar eine, ja, Dusche, eine Glas, die natürlich sehr stabil gemacht ist. Ohne Dachfenster. Das nicht, ja, aber hier in der Mitte ist ja eins. Also ja, das ist schon. Und die Dusche ist auch schön, aha, groß. Ablauf hat sie komischerweise nur einen. Ja, aber wenn der in der Mitte gut platziert ist, kein Problem. Wenn es Morello so macht, dann muss das funktionieren. Genau. Würde ich mal sagen. Ja. So, und jetzt kommen wir in den Schlafbereich. Das sieht aus, jawohl, die Trittstufe kann man öffnen. Das ist einfach. Ist praktisch, finde ich das. Hier ist irgendwas Technik, wahrscheinlich Heizung oder so. Und das ist halt, ja. Aber was mir jetzt hier auffällt, was jetzt hier vielleicht nicht so ganz ideal ist, es fehlen die Ablagefläche für. Schau mal hin, da ist bestimmt was vorhanden. Nein, sehe nichts. Hinter der Bettkante? Nein, nein. Also. Ich kann nichts erkennen. Also muss ich mich jetzt bemühen. Also gib mir die Kamera, dann krabbel du hoch. So. Ja, ist tatsächlich, also da ist keine Ablagefläche vorhanden. Es sind zwar Steckdosen vorhanden, aber nur 220 Volt Steckdosen. Keine USB-Stecker. Das sehe ich gar nichts. Also, wir haben tatsächlich einen Kritikpunkt gefunden beim Morello. Wer hätte das gedacht? Aber ganz toll. Also, wir sind jetzt nur ein paar Minuten in dem Fahrzeug drinnen und wir haben uns viele Fahrzeuge angeschaut auf der Messe. Das ist das erste Fahrzeug, wo ich sage, das werde ich sofort austauschen. Gut. Ist natürlich auch gute 100.000 Euro teurer als unser Fahrzeug, was wir bezahlt haben für unser Fahrzeug. Aber ganz tolles Teil. Gratulation Morello, habt ihr ein schönes Fahrzeug gebaut. Aber keine Mängel,
kann man ja immer noch nach. Ja, 230.000 Euro, so wie er hier steht, als Preis. Das ist natürlich auch eine Ansage, ja, die sich nicht jeder realisieren kann. Ja, und ich glaube, man sollte uns die Garage noch anschauen. Absolut, ja, da gehen wir jetzt mit. Und gehen wir jetzt hin. Wenn ich aufgestanden bin, dann gehen wir gemeinsam los, oder? Ja. Er macht sich hier schon gemütlich. Ja. Ne? Hier können wir es aushalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön leichtes Bett. Ja? Schauen wir mal die Matratze noch und die Schränke, bevor wir in die Garage gehen. Die Unterschränke unter der Matratze. Ah, okay. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, dann schauen wir mal die Schränke an, die man üblicherweise unter dem Bett findet. Hier gibt es keine, nur in der Drittstufe. Also wir haben jetzt keine gefunden. Macht nichts, das zu überblenden. Hier gibt es keine. Es gibt nur die Drittstufe. Da kann man was reinlegen. Und dann gibt es die Oberfächer. Aber es gibt keinen Unterschrank. Aber wir wollen noch mal schauen, was die Matratze bringt. Und da haben wir das Froli-System. Ja, das ist auch angemessen. Und das würden wir auch jedem empfehlen. Jeder, der so eine Bettvariante oder überhaupt generell dieses Froli-System. Wir haben von dem nur Gutes gehört. Wir haben es ja selber. Wir haben selber auch zufrieden. Sind sehr zufrieden. Und wir haben aber schon von vielen gehört, dass sie mit dem Lattenrost gar nicht zufrieden sind und es nachträglich haben einbauen lassen oder eingebaut haben. Also da würde ich auch immer ein bisschen darauf achten, dass Froli-System vorhanden ist oder wie man dann das integrieren kann. Und jetzt gehen wir zur Garage. Ja. So. Das erste, was uns auffällt, das ist mal die Heckgaragentüre. Die lässt sich um 180 Grad drehen und es ist ein ganz elementarer Punkt. Ja. Man sieht dann als zweites mit 250 Kilogramm belastbar. Das langt ja auch in der Regel aus. Und dann sieht man vor allen Dingen eine extrem geräumige Heckgarage. Da kann man jetzt ja schon sicherlich was damit anfangen. Zwei Türen, Lichtschalter, alles vorhanden. Alles auf einem edlen Niveau. Und weil es ein Iveco ist, der ja Heckantrieb hat, ist der sicherlich auch zwillingsbereift. Schauen wir mal. Ja, sind Zwillingsreifen drauf. Und er muss natürlich schon mal deswegen etwas höher sein, weil ja auch die Karrenwelle unten durchgeht. Man kann das jetzt als Vorteil sehen, Heckantrieb, oder als Nachteil. Ich persönlich komme, oder wir kommen gut zurecht mit unserem Fiat Frontantrieb. Ussi, was sagst du dazu? Schickes, elegantes Fahrzeug. Einziger Nachteil, den wir erkennen können, ist die Höhe. Ja. Er ist natürlich durch die Höhe, diese 30 cm, die er mehr hat als die Standardmobile, ist er natürlich etwas unbeweglicher. Aber bei den vielen Fahrzeugen, die wir uns angeschaut haben auf der Messe, also ich sag, gefällt uns. Da wird man uns einen Tausch überlegen, oder? Weiß nicht. Also ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ja. Schauen wir vorbei bei Morello Halle 3 auf der CMD 2020. Wenn es euch gefallen hat, das Video, schreibt uns eure Meinung dazu. Ja. Ja? Also Morello, schon eine Ansage. Ja.